Hallo! In diesem Video lernst du, wann eine Zuordnung eine Funktion ist und wann nicht. Gegeben ist die Funktion f, die die Definitionsmenge 1, 2 und 4 auf die Wertemenge 1, 2, 5 und 6 abbildet. Wir sollen nun erklären, warum diese Zuordnung nicht die Funktion f sein kann. Also eine Zuordnung, die dem Wert 4 dem Wert 1 zuordnet und dem Wert 2 den Wert 2. Beantworte die Frage zunächst selbstständig und pausiere dazu kurz das Video. Wir haben bereits gehört, dass eine Funktion eine Vorschrift ist, die jeden Wert der Definitionsmenge genau einem Wert der Wertemenge zuordnet. Hier bei dieser Zuordnung haben wir aber den Wert 1 in der Definitionsmenge, dem kein Wert der Wertemenge zugeordnet wird. Das heißt, bei dieser Zuordnung hier kann es sich gar nicht um eine Funktion handeln. Nun sollen wir auch noch erklären, warum diese Zuordnung hier ebenfalls nicht die Funktion f sein kann. Versuch das zunächst wieder kurz alleine und pausiere dazu das Video. Wir können hier sehen, dass dem Wert 4 aus der Definitionsmenge zwei Werte aus der Wertemenge zugeordnet werden, nämlich der Wert 1 und der Wert 6. Aber eine Funktion ist eine Vorschrift, die jeden Wert der Definitionsmenge genau einen Wert der Wertemenge zuordnet, also nicht zwei oder mehr. Das heißt, diese Zuordnung hier kann ebenfalls keine Funktion sein. Übrigens, Zuordnungen, die keine Funktionen sind, bezeichnen wir in der Mathematik als sogenannte Relationen. Nun habe ich noch eine kleine Bonusaufgabe für dich. Überlege dir selbstständig eine passende Zuordnung für die Funktion f und pausiere dazu erneut das Video. Hier siehst du nun einen möglichen Lösungsvorschlag von mir, wobei andere Lösungen auch möglich sind. Hier bei dieser Zuordnung wird jeden Wert der Definitionsmenge genau ein Wert der Wertemenge zugeordnet. Das heißt, diese Zuordnung ist eine Funktion und wir können sagen, das ist die Funktion f. Das war's für dieses Video und im nächsten Video geht es mit dem Arbeitsblatt weiter.